dasselbe Lied. St. Patrick's Day. Heute Kriegshymne der Templer und damals 26.06.2019. An der Stelle weise ich darauf hin, dass es einen schottischen Justizminister in New York mit einem schottischen Dudelsack, der auf ein irisches St. Patrick's Folklore-Lied anstößt, was auch gleichzeitig die Kriegshymne aller Tempelritter ist. Gehen wir nochmal hier hin. Und dann gehen wir rein in Milchschnitte TV. Es ist auch was für Erwachsene. Schmeckt leicht, belastet nicht. So, etwas themenbezogener Anfangseinklang. Wir müssen uns einfach in diesen Augenblicken der Menschheitsgeschichte nochmal die ganze Idiotie dessen, was hier abläuft. Und das geht nichts besser als mit Klitschko-Werbespot. Wo ist original? Ich brauche original. Weißt du noch früher? Weißt du noch früher, als wir noch waren bei Russe? Weißt du noch, Vladimir? Auf der Universität? Immer, wenn wir zwischendurch etwas Hunger hatten, hast du uns Blinis gemacht. Mit dicker Hefe und viel, viel saure Sahne. Die waren grauenhaft. Was sagt uns das? In einer Zeit, in der man wirklich der Menschheit erzählt, dass der Russe, schickt drei tote Generäle an Front. General sitzt an Front, hält Kopf raus, wird erschossen, tot. Wie läuft das ab? Sitzt der General nicht im Bunker? Wie können die dann jeden Tag einen russischen General erschießen? Jetzt mal ganz im Ernst gefragt. Wir sind bis Winter wieder zu Hause. Habt ihr aktuell Zeitung gelesen? Wie dilettantisch und untermenschenwürdig doch der Russe ist. Und er mit seiner Kinderarmee, die er einsetzt. Habt ihr nicht gelesen? Der Russe will selbst die ISS auf Amerika stürzen lassen. Das fand ich besonders cool. Ist es nicht absoluter Bullshit auf allen Ebenen, der uns hier von jeder Ecke mit bisschen Milchschnitte verkörpert wird? Aufgrund der aktuellen Lage, jeder weiß. Russische Armee nichts wert. Ukrainische Panzer kurz vor Moskau. Ja, und wenn du jetzt nichts vom Siegerkuchen haben willst, dann musst du sofort einsteigen. Westliche Welt. Denn ukrainische Armee mit ihren afro-ukrainischen Soldaten, die frisch aus Nigeria gekommenen Soldaten und die frischen Nazis aus dem Westen.
retten die kleinen Kinder in den Babyproduktionsanstalten. Das kannst du keinem Menschen erzählen, was die uns hier über den Fernseher bringen. Hitler war nicht so schlimm wie Putin heute. Jetzt mal im Ernst. Jetzt mal wirklich im Ernst. Die setzen gerade wirklich Hitler mit Putin gleich. Und der Hobbyhistoriker Wladimir Putin, diese Aussage fand ich besonders dumm. Der Hobbyhistoriker. Nur weil er seine eigene Geschichte seines Landes kennt, die ihr in unseren Büchern anders schreibt. Das heißt aber nicht, dass der Russe im Unrecht ist. Und ein russischer General springt nie an der Frontlinie rum, der ist im Bunker. Der wird wahrscheinlich nicht immer im Land sein, sondern eher von Moskau aus über Satellit an die bevorstehenden Truppen. Also in welcher Welt lebt denn ihr, wo der General draußen rumspringt und jederzeit weggeschossen werden kann? Und Putin bombardiert immer nur die Kinder und die Frauen, aber sie haben kein einziges Bild davon. Sorry, ich habe viele Kriege gesehen. Die sind in HD. Du kannst bei jedem Krieg, hat jeder Soldat einen Livestream, teilweise in die Kamera oben drauf. Und die haben gestreamt in HD. Du kannst jedes Gefecht angucken, mittendrin stand nur dabei. Aber jetzt fehlen die Bilder. Was sagt uns das? Der Russe ist gründlich. Und wenn der Russe angreift, hat er so eine coole Technik, die macht bei dir das Handy aus. Die macht auch Kameras aus, Satelliten aus, die macht sogar PCs aus. Aber russische Armee ist kurz vor Niederlage. Die Moral in russischer Armee ist schlecht. Schon 50.000 gestorbene Russen. Nur ein gestorbener Heldin, patriotisch, ukrainisch. So viel Schwachsinn, der hier aktuell vermittelt wird, das kannst du keinem mehr erzählen. Ne? Russland plant Angriff auf eigene Bevölkerung. Jeder, der gegen Putin ist, wird erschossen. Natürlich. Wenn man das glauben will, ne? Wenn man das wirklich glauben will. Ich finde es wirklich faszinierend, wie aktuell hier bestimmte Dinge passieren, aber gleichzeitig NATO-Kräfte auch in der Ukraine agieren. Die Ukraine wollte den NATO-Beitritt und dieser Krim-Kongo-Virus, wie kommt der Kongo zum Krim? Mit dem Biowaffenlabor von Obama, ist doch klar. Es gibt so kostenlos dazu. Es ist elementar wichtig, dass die ganze Welt jetzt aufgeklärt wird, was Kriegsverbrechen sind, unter welchem Gericht, unter welchem Artikel das wie veranlagt wird. Und dann drehst du den Tisch rum und machst alle Scheinwerfer auf Obama. Das, was der Putin gerade macht, ist Werbung für internationales Recht, was sie ihm nicht vorwerfen können. Denn alles, was der Russe sagt, stimmt. Und er hat auch Beweise dafür. Und er hat gesagt, er bringt sie alle vor Gericht. Wenn man wirklich die Presse heutzutage vergleicht, dann ist der Russe ja kurz schon vor der Niederlage. Die ukrainische Armee steht kurz vor Moskau, sagt die Presse. Und das nur mit einer Milchschnitte. Und das macht das Ganze faszinierend. Bis Winter sind wir wieder zu Hause. Ich guck mal, ob Andreas noch Zeit hat, weil ich glaube, so eine Rumalber-Sendung muss man gemeinsam machen. Ich guck mal, ob er Zeit hat. Weil ich habe gerade aktuell ein bisschen Zeit. Ich wusste noch nicht ganz genau, wann ich die Sendung mache und wie, aber es hängt ja alles zusammen. Wir haben heute 100 Tage Scholz. Die Scholz-Regierung ist seit 100 Tagen im Amt. Ha. Und es ist St. Patrick's Day und dieselbe Hymne spielt wie damals einst. Der Russe hat nach 17 Tagen die Friedensgespräche begonnen. Ich gehe fest davon aus, der Russe ist mit allem schon fertig. Der Russe braucht doch keine 17 Tage. An dem Tag, an dem die TV-Station zerstört wurde und der Zugang von außen, die 20.000 Freiwilligen, die jetzt über Facebook geworben wurden, um in der Ukraine zu kämpfen, waren alle in dem Ausbildungslager, was der Russe letzte Woche schon kaputt gemacht hat. Und sobald irgendjemand das über die Grenze liefert, wird es leider zu Bomben vom Russen. Die kommen gar nicht über die Grenze. Die kriegen auch von außen nichts mehr. Die haben nicht mal mehr Medien und Propaganda. Die haben nicht mal mehr ihre Stromzufuhr. Jedes einzelne Bunkersystem kann über Tschernobyl ausgeschaltet werden. Und der Russe kurz den Strom abschaltet, ist ja der Bunker offen.
Der Russe hat auf so vielen Ebenen, so gesehen militärtaktisch gesehen, ist der Russe 1000 Lichtjahre voraus. Ich muss jetzt mal Andreas. So, wo schicke ich das jetzt rein? Das haben wir mal hier rein. Moment, Moment. Ja, moin, hast du spontan Bock mit? Zum Milchschnitte vor Moskau? Mensch mal. Denn es ist doch, ich müsste noch mehr Artikel raussuchen, aber über psychologische und über den Krankheitszustand. Ach, da ist er ja schon, perfekt. Moin, moin. Moin. Moin, moin. Wenn man schon sieht, wie psychologisch krank doch Putin ist, Joe Biden ist der Demente. Nur Ja. alles, was die westlichen Medien, alles, was sie fabrizieren, könnt ihr eins zu eins rumdrehen. Aber zu 1000%. Und das ist, macht das so faszinierend. Wir kriegen jetzt aufgeklärt, wie das Ganze rechtsstaatlich läuft. Da kommt man nach Den Haag und da wird man so und so. Aber Obama blendet man noch aus. Ich verspreche euch, wenn das Ganze am Höhepunkt ist seiner Dramaturgie, ich sag mal Dramaturgie, dann schwenkt es plötzlich um nach Amerika. Und alle Scheinwerfer werden dann spontan auf Joe Bidens Sohn gerichtet sein. Was ja noch faszinierender ist. Ich habe ja irgendwo den Post. Irgendwo. Ach hier. Da geht es nämlich mit dem Laptop der Hölle los. Aber Andreas, wie siehst du den aktuellen Schwachsinn, der hier läuft? Hast du das Gefühl, dass wir den Russen schon besiegt haben, wenn du die Presse liest, wenn du Mainstream guckst? Besiegt. Also wenn ich den Medien glaube, ich habe jetzt heute nicht ganz genau geguckt, aber wenn ich den Medien glaube, was ich als letztes im Kopf habe, ist, dass der Russe im Prinzip gerade alles platt macht. Der tötet Kinder angeblich, da werden irgendwelche Ehrenmütter getötet und Nobelpreisträger. Ich weiß nicht, ich habe da Klamotten gelesen. Nee, Die ja, das stimmt posten schon. Der Russe, dem wird Terrorkrieg vorgeworfen. alles. Terrorkrieg. Der wird ja nicht Ach. normalen Krieg. Das wäre Superkrieg. Das wäre Terrorkrieg. Das wäre Genozid, Völkermord und was es nicht alles ist. Putin heute mit Totenkopf abgebildet, das Gesicht gemorpht als Totenkopf, aber richtig ekelhaft gemacht, noch nicht mal schön, also filigran, einfach nur so symbolisch blöd draufgematscht. Ja, aber man muss doch der Presse, die Presse hat jetzt so lange auf einen neuen Hitler gewartet. In Hussein war kein neuer Hitler, der wurde nach einer Woche platt. In Libyen, da wurde okay, das ist schon neuer Hitler. Und hier die Sachsen, uns Nazis, das ist okay, neuerischer Hitler. Ne? Aber jetzt haben sie ja mit dem Putin jemanden, dem sie diesen Schwachsinn auf einem wirklichen Level, aber ich verspreche euch, der Russe ist in militärischer Kriegsführung. 1000 Lichtjahre weiter. Und wenn die NATO nur dran denkt anzugreifen, drückt der Russe auf einen Knopf, der nicht atomar ist, und alle Bildschirme, denn Microsoft ist aktuell in der Ukraine an seiner Reproduktion arbeitend. Alle Microsoft-Produkte, PCs in der Ukraine sind dauerhaft durch russische Attacken ausgefallen. Wie willst du einen Atomkrieg starten, wenn der PC nicht mehr geht? Davon Ja. abgesehen, dass der Präsident dement ist. Aber Amerika lernt gerade. Wir können nicht mal die Ukraine. Der Russe ist cybertechnisch voraus. Der ist militärtaktisch 1000 Lichtjahre weiter. Der Israeli ist noch am nächsten dran. Der ist nur 100 Lichtjahre weiter als der Rest. Aber der Russe, der Israeli hätte schon gern mal gegen Russen aufgemuckt, hat aber keine Chance. Militärtaktisch ist der Russe uneinnehmbar. Wenn der Russe will, geht bei uns die Panzer nicht mal auf, die Flugzeuge starten nicht mal, die Boote fahren 14 Tage im Kreis. Keine Rakete wird starten. Keine Atomrakete, nichts wird starten, wenn der Russe das will. Jetzt Ja. du. Ja, passt, passt. Ja. Die Sache, warum die ja das so machen, die Medien haben uns die letzten Jahrzehnte ja auf dieses Narrativ Nazi und Russlandkrieg und böse und hast du nicht gesehen. Wir sind da ja drauf getrichtert worden. Wie hast du das noch nie Sie gehört? wollen. Dr. Rose hat deutsche Schnürsenkel mit Giftgas infiziert. Du darfst keine Schuhe mehr anziehen. Giftgas, kann man die Schnürsenkel jetzt aufblasen? Muss ich jetzt aufpassen? Nee, aber Und würden, nee, blas Andreas. mir einen Du, Andreas, Oh. würden im Morgen ARD kommen? Dr. Rose hat die Schnürsenkel produziert. Wir müssen die wegschmeißen. Wir Das dürfen ist keine dann nicht, Schnürsenkel. das ist dann nicht Nike Air, das ist dann Russ Air.
Ja, Russ-Air, wenn du schon die neuen Basketballstiefel von Russ-Air, musst du aufpassen, wenn du auf die Pumpe drückst, kippst du dann nach oben, Junge. Du, der Russe soll angeblich alle McDonalds, die jetzt geschlossen haben, übernommen haben, das McDonalds M zur Seite gedreht haben, dass es aussieht wie ein Russisch B und wieder neu aufmachen. Unter einem eigenen McDonalds Namen. Unter Russisch McDonalds. Ja, Das ist geil. doch Skandal. Und Siemens liefert für den Russen auch noch das Schmiergel. Also, ich weiß gar nicht, irgendwas liefert Siemens mal wieder. War es Siemens oder war es nicht Bosch? Bosch, wie immer war es Bosch, diesmal auf der rechten Seite. Aber es ist doch faszinierend, weißt du, wie die Presse endlich mal wieder einer abgehen kann. Die hatten lange keinen Ständer. Corona war am Abschlafen. Die brauchten irgendein Viagra. Und Putin gibt ihnen das. Das ist die alternative Weltordnung. Ich nenne sie ja die Multipolarbär-Ordnung. Ja, weil es klingt viel cooler, weil es wird multipolar. Die ganze Welt wird multipolar. Nicht mehr eine Obermacht, sondern gleich große, starke Blöcke überall, um eine Balance herzustellen. Und das macht es ja so faszinierend. Ostblöcke. Endlich wieder Ostblöcke. Die sind stabil und ja, solide. Ossiland geht von Thüringen bis nach Peking. Bloß die Ossis haben sich alle vom Sozialismus befreit. Selbst der Chinese hat die kommunistische Partei zum größten Teil zerstückelt und zerlegt. Und die Verbindung nach England. Der Johnson, der Brite, hat jetzt mehrfach gebettelt beim Saudi. Und Joe Biden, da geht man gar nicht mehr erst dran. Das war mal anders. Ja, Biden hat ja das. Ja. Erzähl. Ich weiß auch, weil du meintest, Biden geht nicht dran oder was? Nee, nee, wenn der Biden den Saudi anruft, geht der Saudi gar nicht erst dran. Ach so, meinst du Weißt das? Ja, du? klar. Ja, Ja, ne. was willst du mit einem Dementen reden, der morgen eh nicht mehr weiß, was er erzählt hat? Ja, ich frage mich, was beim Saudi auf dem Display steht, wenn Biden anruft. Was steht da wohl auf dem Dement One. Nee, 6 Feet Under oder ich weiß nicht, was er dann steht. Ja, zum Beispiel. Ich muss mir mal kurz ein Bier holen, Moment. Son of a bitch oder so. Heftig. Ja, mit den Russen ist kein Thema, weil sie haben darauf gehofft. Sie haben uns ja Jahrzehnte darauf getriggert, durch den Zweiten Weltkrieg, wie böse die ja angeblich sind. Und ja, wir haben aber natürlich live mitbekommen, das Volk ist ja fehlgeleitet worden. Ja, es waren Russen hier, es waren auch Polen, es waren Briten, Amerikaner. Die haben hier nichts Gutes in dem Land getan, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber darauf bauen die Medien ja auf dieses Narrativ. Und Nee, jetzt wollten sie darauf wollten nicht. das jetzt ernten. Sie haben jetzt gedacht, sie konnten das, was sie uns die ganze Zeit gesät haben, dass sie das jetzt ernten können. Ja, Aber ist nicht. es geht ja nicht bloß darum, es geht ja auch auf die Art und Weise, wie sie uns das Produkt verkaufen. Die Mora. Der Kriegszug läuft für den Russen nicht so wie geplant, als wüssten sie, was geplant wäre. Die Moral der russischen Truppe ist am Boden. Jeden Tag stirbt ein russischer General. Die gesamte russische Luftwaffe wird jeden Tag abgeschossen. Der Russe ist zu blöd zum Flugzeug fliegen. Der Russe ist zu blöd zum Panzer fahren. Die 17-Meilen-Konvoi steckte im Schlamm fest, kam nicht weiter. Warum haben sie nie gleich angegriffen und zerstört? Aha, genau. Jede einzelne Meldung suggeriert uns, ach, wir sind doch bis Weihnachten wieder da. Das kennen wir doch irgendwie aus einem anderen Krieg, dass man uns erzählt, ach, bis Weihnachten sind wir doch wieder da. Kommt dir das nie bekannt vor, bitte? Das meine ich ja, weißt Ja, wir haben das ja mit sämtlichen Situationen. Alles, was uns die letzten Monate, ganz besonders dieses Jahr, hat letztes Jahr schon angefangen, aber ganz besonders dieses Jahr, werden uns alle Sachen so präsentiert, wie sie früher schon mal da waren. Aber was mir auch auffällt, ist, nicht wirklich mit einer großen Ernsthaftigkeit, weil sonst wären die Schreibfehler nicht drin, die ja. Wortwahl wäre eine andere. Sie würden das ganz anders framen. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite, wird uns jetzt mit der neuen Geschichte, mit dem Programm, wird uns jetzt gezeigt, was in der Vergangenheit schon immer gewesen ist und dass das hier eigentlich nur eine Wiederholung ist. Gleichzeitig geht man aber auch hin und zeigt uns, dass das früher, also dass das schon ein ernstes Problem geworden wäre und dass wir ja eigentlich Glück haben, aber sie zeigen uns auch irgendwo die Wahrheit. Also das ist so eine harte Mischung, aber man sieht, dass sie es nicht wirklich ernst meinen. Also das sehen wir zumindest. Ernst meinen in dem Sinne, dass wir jetzt wirklich alle sterben und so. Also sie schreiben so Sachen rein, aber immer wieder mit so einer Art,
ich will nicht sagen Humor, aber irgendwas stimmt da nicht. Also man merkt es an den Berichten, da ist keine wirkliche Ernsthaftigkeit drin in dem Sinne. Ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist ein Riesen. Ich tue einfach mal ein paar Artikel posten. Erstmal hier, dass Sie nochmal sehen. Der Brite ist gebettelt und wäre mit empty hands nach Hause. Der Brite geht doch nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern eher mit dem Kopf desjenigen, der ihn widersprochen hat. Ja, genau. Das hätte es in der Öffentlichkeit niemals so gegeben, weil jeder ist ja der Staat und die wissen alle genau, was sie tun. Und auf einmal ist das ein Haufen Kasperle, die jeden zweiten Schritt stolpern, sich nicht richtig ausdrücken können oder wie auch immer. Genau das ist es. Ich fand auch den Artikel so geil. Der Hobbyhistoriker Putin will uns seine verquere Weltsicht erklären. Während Putin sagt, er wird die Geschichtsfälschung im Westen nicht zulassen. Und deswegen macht er die Archive auf. Und das haben die daraus gedreht. Ja, das sind Trigger absolut zum Spiegeln, wie du schon sagst. Ja, und ich finde es ja geil, wie sie wirklich alles machen, aber keiner will mitspielen. Keiner liefert Großort. Du kannst gern 20.000 Nazis aus dem Westen nehmen und noch ein paar Afrikaner und noch ein paar ISIS-Kräfte, aber trotzdem ist das für einen Russe da ein gefundenes Fressen. Kennst du den tschetschenischen Präsidenten? Der ist so krass drauf, der geht mit der Knoche direkt ins Kriegsfeld rein. Hast du den mal, über den sich alle aufregen und sagen, Putins Bluthund? Nee, das ist ein Präsident, der kämpft ganz vorne mit. Er sagt, los Ja. Jungs, wir schnappen sie uns. Die Tschetschenen sind so krass. Ja, also als Nazi würde ich jetzt nie unbedingt auf den Tschetschenen, also ukrainische Nazis. Der Tschetschene ist da nicht so dezent wie der Russe. Die brauchen sich von Russen keine Sorgen machen. Aber der Tschetschene kommt nur, wenn er gegen andere Moslems kämpft. ISIS-Kräfte und so weiter und so fort. Also es ist wirklich faszinierend, was sich dort alles anbahnt. Steigende Todeszahlen russischen Soldaten, Gefahr für die Truppenmoral. Die wissen nichts. Russischer Konvoi stockt, haben sie gesagt. Aha, vielleicht hat der Russe auch gebremst, weil er human reagiert hat. Nee, die haben keinen Plan von dem, was die quatschen, berichten aber sonst was. Und das macht es so faszinierend. Ja, das, was haben wir noch? Hier, the best peace plan for the Ukraine is sending military. Die besten Friedensverhandlungen sind atomare Verhandlungen. So wird es uns doch hingestellt. Ne? Ja, Wenn richtig. wir jetzt nicht liefern, machen wir uns mitschuldig. Das sind wir noch schlimmer als der Putin. Wir müssen jetzt in den Krieg rein. Wir sind auch bis Weihnachten wieder da. Es geht ja nur gegen einen Psychopathen, sagt der Demente. Es ist einfach nur faszinierend. Und wie sie plötzlich über das ganze Zeug aufklären können. Wenn man nie vergessen, dass er noch Sean Penn war und die passenden Bilder gedreht hat, der dann persönlich über die Grenze zurückgelaufen ist. Kannst du dich erinnern? Ne, jetzt gerade nicht, stehe ich auf dem Schlauch. Hilfe. Wo das amerikanische TV, also hier Sean Penn, der Schauspieler, hatte dann plötzlich mit dem TV-Krieg, wollte den Krieg dokumentieren. Wie bei Wreck the Dog. Wir haben gestern erst einen Film geguckt, da hast du auch gesehen, wie hier bei der 89er Öffnung der Grenzen, das gilt ab sofort, siehst du im Hintergrund, wie jemand reinlaufen kommt, den Zettel wegnimmt und sagt, ja, das gilt nicht ab sofort. Forever DDR. Ja, und dann fahren sie mit ihrem Zeitmaschinen-Trabi wieder zurück in die DDR. Also, man kann ja heute technisch alles so bearbeiten. Vieles von dem, was wir gesehen haben, ist absoluter Schwachsinn. Die hatten nicht mal richtige Tote. Die ersten Anfangstage. Und da erzählen sie uns jetzt, sie sind kurz vorm Krieg und das nur mit einer Milchschnitte. Ja, deswegen zeigen sie uns auch die Bilder mit den Leichensäcken, wo dann Leute noch mit einer Zigarette drin liegen, weil das Filmset noch nicht fertig ist. Dann bewegt sich noch einer, dann kommt noch jemand zum Korrigieren, der legt den Arm noch richtig hin, zieht den Reißverschluss richtig und sagt dann, so, jetzt ganz still liegen bleiben für eine Minute. Wir sagen euch, wann ihr euch bewegen dürft. Wir müssen jetzt aufnehmen. Jetzt stell dir mal vor, in dem Augenblick krabbelt dir der Sack. Ja. Du liegst als Leiche während einer New York Times Berichterstattung und du liegst, also es krabbelt dir am Sack und du musst kratzen. Du bist aber gerade live und die ganze Welt gibt zu. Was machst du? Als die, ja, es ist so, als die Whiteheads
zumindest für uns offiziell, noch nicht gewaltet haben, waren die Deep Stateler unter sich und Profis, da wurde sowas geprüft und rausgeschnitten. Da war das professionelle Arbeit. Aber seitdem die Frau Quinn in Will, Quinnville oder wie hieß sie, und seitdem der Grinnell hier waren und da angeblich was mit der Bild-Zeitung oder mit dem Springer Verlag war, haben sich ja die Medien langsam gedreht. Und jetzt auf einmal sieht man, dass die nicht mehr so walten können, wie sie wollen. Deswegen kommen diese ganzen Fehler da rein. Und sie machen die Fehler so dermaßen, dass es wirklich jedem auffällt. Ich habe eine Woche lang Posts verfolgt. Ey, Schreibfehler, ich gucke schon gar nicht mehr hin. Ich habe gar keinen Nerv mehr. Wir wissen es, wir sind komplett mit allem durch. Es ist offensichtlich, dass die Medien nicht mehr das sind, was sie mal vor ein paar Jahren noch waren. Und zwar, dass sie komplett ihr scheiß Ding durchziehen können. Vor allen Dingen, sie ballern rum, weil sie sich freuen, endlich mal einen neuen Hitler gefunden zu haben. Und keiner will mitspielen. Ja, das ist das sowieso das Geilste. Das ist ja das Entscheidende. Die Port, die jetzt schreien, verraten ihre Stellung. Der Lauterbach kommt sich schon richtig blöd vor, redet von Geiselhaft. Man wirft ihm jetzt vor, dass er nicht genug Mitleid hat und jeden Ukrainer gleich impfen will. Ja, gut, der ist ja auch blöd. Es wird jede Sekunde absurder. Aber AIDS kann dir euch sicher sein. Ihr braucht keine Angst haben, dass der Russe angreift. Er will nur die Zarengrenzen wiederherstellen. Es ist ja auch in Romanov zurück. Und das Game of Thrones ging schon längst. Der Titel ist schon längst vergeben an ihn. Es ist nur die Herstellung. Genauso wird mit Taiwan noch. Es wird definitiv Taiwan noch angegliedert. Das ist ja, so. Was habe ich heute? Ich habe heute irgendwo was gehört. Nur mal am Rande, hast du das auch mitgekriegt? Österreich soll... Oder warte mal, was war mit Österreich? Irgendwas war entweder mit Deutschland oder mit... Nee, zwecks österreichischer Neutralität. Die Ukraine soll jetzt auch neutral werden. Entweder Putin nimmt die ganze Ukraine oder sie wird neutral. Und wenn sie jetzt nie neutral werden wollen, haben sie schon... Aber war das das? Jetzt ja, sag nicht, dass das war das... Was, die Ukraine soll zu Österreich werden. War das das, was nee, ich gehört habe? Nee, die soll neutral werden wie Österreich. Ah, okay, das konnte ich nicht glauben. Aber okay, dann habe ich das falsch verstanden. Du, man hätte ja auch sagen können, sie soll neutral werden wie die Schweiz. Hat man nicht gesagt. Man hat gesagt, sie soll neutral werden wie Österreich. Ein neutrales Österreich, wo wir jetzt der Grenzen von der Schweiz nicht mehr sicher sind. Und wo die Schweiz auch nicht mehr neutral ist. Und wo die Schweiz auch jetzt ohne Geld und ohne Papst, was hat die Schweiz dann noch? Käse. Die Schweiz hat nicht mal mehr ihre Nationalhymne verankert und ihre Fahne dort in dem Dings. Ist die Schweiz überhaupt noch einzeln oder ist die Schweiz schon mit dem neutralen Österreich verschmolzen in diesen neuen Habsburg-Block? Weil die Schweiz wird nie als einzelnes übrig bleiben, mit überall große Blöcke. Die Schweiz wird eingegliedert. Genauso wie gerade der gesamte Balkan jugoslawisiert wird. Oder wie man das nennt, kein Plan. Es wird auf jeden Fall wieder ein fester Block. Es war ja mal Jugoslawien, man sagt ja ehemaliges Jugoslawien, ne? Und ja, stimmt, das wird eine Wirtschaftsunion. Die können ja gerne Einzeldinger bleiben, aber als Wirtschaftsunion, sodass sie auch lebensfähig sind und verteidigungsfähig und. So wie das Deutsche Reich, das Habsburgreich und das Zarenreich wird auch Jugoslawien wieder. Es wird auch von Afghanistan bis Bangladesch ein Indien und ein Pakistan als Indo, was auch immer das früher mal war. Und es wird auch von Tibet über China bis Taiwan. Auch Nordkorea bekommt einen Riesenblock in der Mandschurei. Die werden alle zu lebensfähigen Staaten, die sich selber verteidigen können, die auch multipolar. Ja, wenn keiner mehr steuert, ne? Wenn keine negative Steuerung mehr da ist, dann ist das normal, dass wieder alles läuft. Denn wenn der negative Pol weg ist und es geht nur noch nach uns, wir sind ja... Weißt du, wir erledigen normalerweise unseren Tag so, dass wir auch eigentlich an morgen mitdenken. Das heißt, das, was wir heute tun, machen wir eigentlich produktiv, weil wir haben keinen Bock, Dinge umsonst doppelt und dreifach zu machen. Wenn der Deep State wegfällt, dann ist es die menschliche Natur, dass wir, ne, und dann ist es normal, dass alles wieder vernünftig läuft, weil wir keinen Bock auf Ärger oder Komplikationen haben. Wir wollen tagsüber so schnell wie möglich fertig werden. Wir wollen effizient sein und abends wollen wir uns unser Feierabendbier oder unseren Feierabend genießen. Und das kannst du ja heute nicht mehr. Ja, und genau das ist.
wenn das wir. Ist es ja. Aber du musst ja auch große wirtschaftliche Blöcke. Das ist ja, wenn man sich anguckt, 1816 bis 1825 gab es ein Großkolumbien. Das war kurz nach Wiener Kongress. Da waren die Dinge schon mal, da hast du auch dort unten überall gleich starke Blöcke. Es wird keine One World Order geben. Deswegen heißt es doch jetzt schon die, wie haben sie es genannt? Ich muss nochmal zurückscrollen hier. Ach, scroll. Die alternative Weltordnung. Genau, so sieht's aus. Es ist definitiv eine andere. China wurde befreit vom Kommunistischen. Die Chinesen haben doch gesagt, wir sind ab sofort eine Demokratie und alle haben gelacht. Dass vorher die Kommunistische Partei abgehauen ist und dass man Hongkong alles wieder eingegliedert hat, dass jetzt China wieder ein Kaiserreich ist. Das hat kein Schwein realisiert. Ja. Und Russland ist wieder ein Zarenreich. Das hat kein Schwein realisiert. Deutschland ist wieder ein Kaiserreich. Die BRD ist doch schon längst abgearbeitet. Hat es jemand realisiert? Nein. Und die neuen Mächte, die hier agieren, die werden nicht zulassen. Die werden nur die Offenbarung weiter vorantreiben, bis zum Höhepunkt. Ich hoffe, ja, mal gucken, heute ist der 17. St. Patrick's Day. Mal gucken, was die Amis machen, weil er ruft jetzt an. Ich habe keine Zeit. Jetzt nie. Na, wir werden sehen. Gut, fällt dir noch spontan was ein zu russisch dummer, also anti-russisch Propaganda? Ich fasse nochmal zusammen. Der Russe will die ISS auf die Amis fallen lassen. Und der Russe benutzt dieses weißes Phosphor. Das hat ja Obama. Obama hat das ja mit der ISIS auch benutzt. Ne? Man, für jeden Schwachsinn, den man den Russen jetzt gerade vorwirft, kommt der Tag, wo du den Tisch rumdrehst. Und plötzlich alle Scheinwerfer auf Obama gestellt sind. Und dann kannst du, hättest du es andersrum gemacht, hätte die Presse nie berichtet. Richtig. Andersrum hätte es nicht funktioniert. Du musstest es so rum machen. Putin weiß das, er spielt kurz einen Bösen, aber er hat die Beweise. Was man ihm vorwirft, ist ein Schwachsinn. Er hat die Trump Beweise. Trump hat es uns ja eigentlich vorgemacht und das war auch wieder ein guter Zug. Was ja auch wieder so paradox ist. Ich meine, der Ami ist unser großer Bruder und dann bei Trump kennt kaum ein Deutscher noch Amerika, guckt keiner hin. Ich fand das sowieso schon paradox. Was macht eigentlich die Presse, wenn es der Trump zurückkommt? Trump und Putin, diese beiden. Nee, ich mein, ganz ehrlich. Trump und Putin heißt doch dann, es gibt keinen Atomkrieg. Die sind doch Best Buddies. Ganz ehrlich, ich habe es vorher schon gewusst. Ich habe es euch gesagt vor ein paar Monaten. Es war sehr schwer, den Menschen hier Trump beizubringen. Dabei soll Amerika eigentlich unser großer Bruder sein. Jetzt versuch mal den Deutschen Putin, also Russland, als Freund klarzumachen, wo ja jeder Deutsche weiß, dass Russland der Feind ist. Wenn die schon bei Amerika so abschalten, wenn die ja eigentlich unsere Kumpels sind, jetzt weißt du auch, worauf die Medien und worauf der Staat gehofft hat. Und deswegen hatte ich ja auch dieses Höllensturm-Video gemacht, ja, über den Zweiten Weltkrieg und habe ja da schon angemerkt vor einem Jahr oder was, wie wir mit der jetzigen Situation umgehen werden, wenn das Thema auf den Tisch kommt, dass wir nämlich nicht gegen die Ukrainer, gegen die Russen oder gegen die Deutschen oder gegen die Amerikaner einen Hals kriegen, sondern gegen die Führungsmächte. Es ist absolut wichtig, jetzt zu verstehen, dass es nicht gegen das Volk geht, sondern dass es einen Deep State gab, der die Völker gegeneinander aufgewiegelt hat. Weil wir das wissen, können wir uns über Milchschnitte und Kinderriegel kaputt lachen. Da draußen rennen welche Amok, die glauben wirklich, dass der Dritte Weltkrieg losgeht. Gut, weil du es nochmal sagst. Und an der Stelle kann ich nochmal Werbung machen für diesen Fall der Kabale in Kinderworten. Für kindertauglich gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, damit die Jüngsten auch verstehen, was hier abgeht. Für manche Erwachsene ist es auch gut, die Kinderversion. Na? Aber, weil du es halt gerade sagst, die Presse, es ist dieselbe Presse, die bisher nicht akzeptiert hat, dass es eine alternative Weltordnung gibt mit einem anderen Finanzsystem. Diesem russischen. Die Amis haben ja trotzdem noch ihrs, aber es wird nicht ein globales sein. Die Weltordnung wurde in zwei Teile zerbrochen und es bricht man sie noch weiter und weiter, bis es gleich große Stücken sind für alle. Damit niemand mehr der Verlierer ist. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, Russland geht hin und hat vor einiger Zeit... Oh.
Nee, erzähl, was wolltest du sagen? Ach so, sorry, die Verbindung hat auch gleichzeitig. Russland hat ja vor einiger Zeit gesagt, dass sie an einem neuen Betriebssystem arbeiten, weil sie auf Microsoft und Co. keinen Bock haben, Microsoft und Apple. Jetzt habe ich noch gelesen, sie versuchen eine Instagram-Alternative und sie sperren 30 verschiedene Seiten irgendwie. Und du hast ja noch vor kurzem gesagt, dass sie sehr wahrscheinlich an einem neuen Internetsystem arbeiten. Der Russe macht wirklich voran und ich finde es richtig gut, dass da eine neue Umstrukturierung kommt, weil ich sag auch, was willst du noch mit dem alten Zeug, wenn du in der neuen Welt bist und dich dann an die alten Sachen erinnerst? Willst du in der neuen Welt noch an eine Europazone denken? Willst du in der neuen Welt noch mit einem Euro oder so zahlen? Willst du noch irgendwas großartig haben wie Microsoft, Apple, was dich irgendwie an den Scheiß von hier erinnert? Ne? Das ist so, ich weiß nicht, also der Russe, der, wenn das stimmt von den Medien, die machen gerade wirklich Praxis. Die machen den ganzen Schrott weg und machen wirklich neu und ich finde das geil und ich würde mich den Produkten anschließen, sofort. Ich habe jetzt extra den Artikel für dich rausgesucht. Was hast du denn für mich? Den Artikel rausgesucht mit dem McDonald's. Och, Handy, auch. Warte mal, ich muss mal, ach, jetzt hat mein Handy das gecheckt. Ich tue den gleich mal posten. Okay. Das dauert immer so ewig, bis Telegram sich aktualisiert. Schönen Gruß an was auch immer, wer das hier, das ist ja Schnarsch. Aber das ist ein entscheidender Punkt. Der Russe mit dem Zeichen des Erzengel Michaels und des Drachentüters und der St. Patrick und die Kennedys, der General Flynn und der Kennedy, das sind die Mächte in Amerika. Die Iren, die Deutschen und die Russen. Ein bisschen auch die Österreicher und die Ungarn, das sind die, die hier gerade agieren. Und es gibt keinen Weg daran vorbei, ob es ihnen passt oder nicht. Sie sind nicht militärisch in der Lage, sie können nur noch über ihre Hunde bellen. Und das ist die Presse. Aber nichts davon wird passieren. Der Papst hat schon gebettelt. Wenn selbst der Papst bettelt, weil Milchschnitter allein ist nicht gut an der Front. Du musst verstehen. Ich muss mein Russisch besser machen. Besser. Besser. Ja. Aber wenn das schon erzählt ist, bei euch im Westen ist es ja noch krasser. Die Leute, die bei dir im Umfeld leben, ich wurde ja eingetrichtert, der böse Russe. In dem Umfeld, in dem ich hier lebe, hat man immer gesagt, der böse Ami. Man hat dann irgendwann gemerkt, der Ossi hat gesagt, vieles, was der Russe sagt, stimmt die. Wir haben immer gesagt, das, was der Russe sagt, kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen, was der Russe sagt zu DDR-Zeiten. Bei uns? Warte mal, pass auf. Dann haben wir 30 Jahre lang den Westen erlebt und dann haben wir gemeint, scheiße, der Russe hat untertrieben. Der Westen ist ja noch tausendmal krasser, als der Russe es in jeder Propaganda gesagt hat. Der Russe hat uns nie belogen, der Russe wollte uns vor dem Wahnsinn schützen. Das mussten wir erstmal verstehen. Also der Russe hat nie vorgehabt, das Ganze dauerhaft zu besetzen. Der Russe hat sich zurückgezogen. Der Russe hat den Vertrag gemacht. Der Russe hat auf Minsk. Ne? Der Russe wollte ein normales Europa mit den Zarengrenzen, mit einem deutschen Kaiserreich und mit einem österreichisch-habsburgischen Block. Und das setzt doch Russe jetzt rum, weil Deutschland und Österreich bleibt neutral. Deutschland, wir haben keine Regierung. Haben wir eine? Seit 100 Tagen sind an der Macht, 100 Tagen Schwachsinn am Stück. Ja. Genau genommen hatten wir nie eine, selbst die wir angeblich hatten, war ja, na egal. Übrigens Habsburg, Russland, Habsburg, da habe ich auch die Tage was gelesen, da war auch irgendwie was. Oder eine Verhandlung oder irgendwie sowas oder ein Treffen. War da nicht irgendwas mit Putin und Habsburg oder mit Russland, Habsburg? Ja, der Russe war auf der Hochzeit von der österreichischen Außenministerin. Und die musste jetzt ihre Dekolleté, die hat damals Ohrringe bekommen für 50.000. Die mussten sie jetzt im österreichischen Staatsvermögen irgendwie in den Tresor legen. Du darfst keine Geschenke von Putin annehmen. Ach ja, und Putin fordert überall, Russland generell fordert hier auch von Italien aus Museen Sachen zurück. Dann wollen sie irgendwo noch ein Fabergé-Ei zurückhaben. Also das geht auch ordentlich ab. Die wollen auch alle ihr Zeug zurückhaben, da wo es hingehört. Also das ist auch wieder ein Witz, was du ja die ganze Zeit sagst, dass alles wieder seinem Alten zurückkommt. Die Absurdität. Wie, wenn du Russe bist, darfst du plötzlich nirgends mehr rein. Russische Kirchen werden attackiert. Russische Leute werden entlassen. Bei der Münchner Oper, war es in München die Oper?
irgendwo in München, die haben selbst, die haben überlegt, ja, ob sie Schwansee, das russische Ding an der Oper, absetzen. Es ist so absurd. Wie eine Milchschnitte im Arsch beim Wladimir. Nee, Quatsch, wie heißt es beim Vitali? Ich komme da gar nicht durcheinander, die haben viel zu viele Namen. Egal. Ich kann die zwei auch nicht 100% auseinanderhalten. Ich weiß halt nur, dass das die Klitschkos sind und fertig. Ey, das Bild eben krass. Du drehst einfach nur das End zur Seite. Machen. Ist das ein Scherz oder machen die das wirklich? Das ist The Independence. Aber gut, The Independence sorgt auch diese Meldung. Halt fest, warte. World's deepest hole in exit, also auf jeden Fall clean energy. Also im schwarzen Loch wollen sie jetzt saubere Energie holen. Ja. Oh, steck deinen Kopf ins schwarze Loch und mach dort saubere Energie. Die kommen ja noch nicht mal in die Nähe von so einem Ding. Was wollen die machen? Die kommen auch nicht mal in die Nähe vom Russen. Ja, ey, Wahnsinn. Ja, hör mal, glaubt irgendeiner die Meldungen, dass da in Russland irgendwer großartig rumrennt, der das nicht darf und da Meldungen raushaut? Das ist der Hammer, ehrlich. Es ist einfach nur noch absurd. Deswegen habt keine Angst vor einer Milchstütte im Arsch, Wladimir und Vitali und der andere ist der Wladimir. Wladimir und Vitali. Genau, Wladimir und Vitali, die zwei. Weißt du noch, früher war alles besser. Da ich kann auch noch. Da hatten wir noch Russisch, Rubel. Rubel. Ich habe eben was in den Chat geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das so stehen lassen kann. Ich habe geschrieben, wenn ich den mit der Milchschnitte sehe, kriege ich einen Kinderriegel und mir fällt ein Schokobon aus der Unterhose. Also nach dem Motto, dann kriegst du einen Ständer und dir fällt ein Ei aus der Hose. Aber das kannst du beim Kinderriegel ja nicht bringen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das gleich wieder löschen muss. Also sorry, ich habe mit Kinderriegel nicht drüber nachgedacht. Aber ganz ehrlich, im wahrsten Sinne kannst du das nur noch durch den Kakao ziehen, diesen ganzen Schokoladenzeug, den die sich da... Sag mal, die Milchschnitte hat so eine komische Form, die ist ja an beiden Ecken abgebissen. Ist das eine spezielle Form noch? Hast du mal geguckt? Das ist vollkommen Wurstes an der Stelle. Okay. Da wir jetzt gleich rüber müssen wegen dem Zoom-Dings. Oh, sollte ja bis zum 8. Deswegen, wir haben jetzt noch was vor. Deswegen schmeißen wir euch jetzt raus. Bis Denski. Ciao, ciao.